So, da sind wir wieder. Zur nächsten Folge zu Alone in the Dark und zu meiner Wenigkeit, dem Kapital. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, dann wollen wir mal los, ne? Weil jetzt haben wir ja die Zeichnung von Grace und dann werden wir da mal Action machen. Moment, das sieht alles sassy aus. Moment, Moment, Moment. Hä? Ah, okay, ich verstehe. Wir sind wieder überall, aber nicht da, wo wir hin sollen. Tür ist zu. Hier ist auch alles zu. Aber interessant, dass wir da hinten so viele Punkte haben, you know? What the heck? Wir sind wieder woanders, wie wir sehen. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Da wunderst du dich noch? Dass hier nichts normal ist? Da wundert er sich noch? Ich habe dieses Vieh gehört. Das Krabbelvieh. Bei den Krabbelviechern ist das Problem. Ihr lebt aber nicht alle, oder? Kann ich die auch? Was, noch einer? So, noch jemand ohne Fahrschein? What the fuck, ey? Hier ist alles dicht. Okay, hier haben wir wieder Waffen ohne Ende. Trinken ohne Ende. Auch nochmal eine Waffe. Und auch nochmal eine Waffe. Okay, bleibt ja nicht viel über, als hier diese Wand kaputt zu machen. Lass mich raten, die Tür ist jetzt dicht. Da können wir jetzt nicht mehr zurück, ne? Oh doch, aber der Raum ist wieder normal. Es war einfach nur der Weg zu Grace, würde ich sagen. Hier im Wohnzimmer haben wir ja auch noch irgendetwas anscheinend. Aber I don't understand. Was ist das denn hier? Achso. Knutschende Engel, alles klar. Auch hier frage ich mich wieder, was soll denn hier bitte sein? You know? Wie gesagt, Badezimmer ist immer wieder das gleiche. Das Gelbe vom Ei. Also nichts. Wollen wir jetzt... Ist das gleich Grace Zimmer? Das ist Cassandras Zimmer. Da gehen wir jetzt trotzdem nochmal rein. Vielleicht finden wir ja was. Außer... Ne, finden wir nicht. Okay. Achso, ich dachte schon, der... War das der Schrank? Der da eben Geräusche gemacht hat? What the fuck? Ich wollte schon sagen. Stürmt hier gleich was rein? Schön im Schrank. Brr. Auch gruselig, der Gedanke schon. So, wir müssen natürlich... Wer hätte es gedacht? Ja, das alles natürlich auch mal wieder mit Z und X. Wer hätte es gedacht? So platzieren, dass es irgendwo passt. Ja, das könnte hinhauen. Das passt sogar.
Das passt nicht. Ah, weiß ich nicht. Ist ein bisschen sassy. Könnte hinhauen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Achso, die Brücke. Das passt auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Nee, das passt auch nicht. Das sieht gut aus. Dann passt aber das hier auch nicht, weil wir sehen wir da ja. Oh, sowas liebe ich ja. Das haut hier alles hinten und vorne nicht hin. Da oben sind ja auch zwei Tentacles. Also das sieht gut aus. Das lassen wir mal so. Ja, könnte hinhauen. Von der Struktur her. Das haut gar nicht hin. Das aber auch nicht. I'm so confused. Ja. Das könnte hinhauen. Vielleicht kommt das da oben hin. Nee. Ja. Ja, aber das wiederum nicht. Ich befürchte, dass das dahin muss. Nee, das passt aber auch nicht. Hier finde ich es schwierig, weil du siehst... Ah, ja, ja, okay, das passt. Nice. Das passt aber auch hin und vorne nicht hier, ne? Das sieht gut aus. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich würde sagen, wir tauschen das mit dem. Und das drehen wir jetzt nochmal. Und dann bin ich doch eigentlich ready, oder nicht? Ah, mein Fuck. Ja, 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 ja. Das passt dahin und das passt hierhin. Boah, nicht schlecht. Was? Oh, stellt sich automatisch ein. Was denn? Oder nee. Wo ist das? Bild und Ecke vom Tisch? Das ist... War das nicht das Sofa von Kanbi? I don't know. Schenk mir nochmal mein letzten Käffchen ein, ne? So. Und es ist ruhig geworden. Und wenn wir eins gelernt haben in Horrorspielen... Okay. Das gefällt mir nicht. Warum ist hier dieses Symbol? Ist das die Puppe? Nee, okay, komm, ich gehe einfach. Das Spiel sagt uns ja auch, dass wir da langlaufen sollen, ne? Das ist anders. I don't know. Die Tür ist dicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, die Tür ist eh dicht. Alles klar, gut. Dann gehen wir da hin. Mir bekannt vor. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier. Tja, mein Freund, in dieser Spielversion musst du dir generell eigentlich keine Gedanken machen, was... Das bin ich. Oder nicht? Wo? Was? Wer bin ich? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, ach, da. Depression und dem Alkohol zu versinken.
Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um mein... Ich will das nicht unterbrechen, ne, aber... Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche... Oh, ich wollte das nicht unterbrechen, verdammt. Naja, egal. Telegramm, Schlüsselgegenstand. Western Union Telegram. Wow, ich weiß auch nicht, warum mein amerikanischer Akzent auf einmal rausgekommen ist, but we try again. I'm from Gabriella Saunders am 25. Dezember 1928. Abgeschicktes Telegramm. Wie? Das war alles? Mein Gott, früher habe ich so... Zeitungsausschnitt, Schlüsselgegenstand. Ein zerknüllter Zeitungsausschnitt von 23. Dezember 1928. Mhm. Okay, danke. Getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Finde heraus, in welchem Fall Charnaby... Carnaby. Sag immer Charnaby. Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Wie schon gesagt, hier diese sassy Lampe, also jedenfalls was angezeigt wird, aber ich habe so das Gefühl, wir müssen hier drinnen irgendwas machen. Wir haben hier auch wieder mehrere Dinge noch. Was haben wir hier noch? Eine Fotografie eines Mannes. Okay, da sieht sie ernst aus. Vielleicht waren das ja die Vorfahren schon oder irgendwas. Telegramm. Zeitungsausschnitt. Hä? Markierung bewegen. Checkout Thornhill. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Der rote Faden, nicht wahr? Der sich durch das Spiel zieht. Finde ich sehr schön, dass man das hier so als Metapher genommen hat. Finde ich sehr geil. Der rote Faden. Folge dem roten Faden. Finde ich cool. Sowas finde ich geil. Mal schauen, was wir da noch herausfinden jetzt. Ja? What the fuck? Wo bin ich? So, da sind wir anscheinend nicht lang. Nibblesch. Wir wissen, Nibble bedeutet Kocke. Kräh! Passiert gleich. Wo geht der rote Faden hin? Nach da. Gut, dann gehen wir mal genau in die gegengesetzte Richtung. Vielleicht finden wir ja hier irgendetwas. Ach, wieder Fahrräder. Da kann ich nicht lang gehen. Ja, macht ja nichts, aber ich habe ein bisschen Bing Bing gemacht. Ja, geil. Kann man das kaputt machen? Ne, Hartholz. Man kennt's. Haben wir wieder Müllmunition? Man kennt's. Früher war das halt so. Da hat man Munition immer Mülleimer gepackt. Hier ist ein Unfall passiert anscheinend. Und da drinnen anscheinend haben wir was gemacht. Dann werden wir uns da mal reinbewegen. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden rausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten.
Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das stimmt. Was? Schrotmunition ist voll. Oh mein Gott. Dann sollten wir vielleicht Schrotmunition einsetzen. Wie ich finde. Vielleicht kriegen wir ja nochmal die Möglichkeit, dass wir nach unten laufen können. Und uns nochmal Munition holen können. Aber bislang wirkt es nicht so, als wenn wir das könnten. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Warte, bevor wir da hingehen, ich hole mir den Muni. Wäre ich ja blöd. Danke. Wenn ich mir die nicht holen würde, nicht wahr? Sehr schön. Wollte schon sagen, irgendwas passiert doch hier jetzt gleich. Okay, cool. Das heißt, was haben wir hier? Auch nochmal den roten Faden. Auch immer noch den roten Faden folgen. Alles klar, verstehe. Ich dachte, ich hätte nochmal zurücklaufen müssen. Alkohol! Wie schon gesagt, Alkohol ist keine Lösung, ne? Das sind Gegner, ne? Ja. Wir können die doch alle bekämpfen, oder nicht? Na ja, gut, wenn ich die Munition sparen kann, ist das natürlich auch geil. Aber wenn uns das Spiel da schon den Hinweis gibt... dann sollten wir das auch tun. Ich hab nur die Sorge, dass ich jetzt gleich in irgendein Fettnäpfchen trete. Wir laufen mal unbemerkt hinterher. Ach so. Wo sollen wir denn hin? Vielleicht hier lang. Haha, ist zu. Kommt hier nicht rein. Wir sollten mal vielleicht Fanta trinken. Dürfen wir nicht vergessen. Einmal Bing Bing machen. Ihr wisst, bringt sonst Unglück. Kerzenhalter. Waffe. Okay. Und er sagt auch, dass wir da weiter müssen. Okay, können wir nicht, also müssen wir durch den Park gehen. Wer hätte es gedacht. So, lass mich raten. Wir müssen hier nicht gegen alles kämpfen. Und ich will auch wahrscheinlich nicht gegen alles kämpfen. Finden da hier aber auch extrem viel, ne? So, die Tür ist dicht. Das ist klar zu erkennen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier aber auch irgendwas finden könnten.
Da ist eine Erinnerung. Auf dem Weg zum Hotel holte mich die Morton-Gang ein. Ich schuldete denen Geld. Viel Geld. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wofür ich es ausgegeben hatte. Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden, die sich immer weiter anhäuften, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Ich schickte einen von ihnen zu Boden und die anderen rannten davon. Also irgendwo ist ein... Nachladen. Kann man machen. Der lebt immer noch. Oh, selber ins Feuer gehen ist immer gut. Bin ein heißer Typ. Hat sich das jetzt ausgehaspelt, ja? War das jetzt alles? Wir trinken mal nochmal auf Fanta, ne? Können wir ja gebrauchen. So, dahinter sind auf jeden Fall viele Gegenstände. Ich würde sagen, da gehen wir auch nochmal hin. Hier haben wir noch mehr Munition. Sehr nice. Auch nochmal was zum Werfen. Das behalten wir mal im Hinterköpfchen. Muss doch einen Grund haben, warum wir das hier alles bekommen. Ich finde den Kerzenständer eigentlich ganz nice. Den behalten wir mal. Ein Schuss Schrotenmuni. Das ist aber sehr nett. Finden wir hier vielleicht etwas Verstecktes? Oder müssen wir hier sogar lang? Ne, von da kam er ja, wohl bemerkt. Okay. Schönes Anwesen auf jeden Fall. Sieht schön aus. Da haben wir natürlich einen Gegner. Haben wir hier noch Gegenstände? Ja. Wenig Schussverbrauch, zwei Gegenstände benutzt. Sehr nice. So kann man es gerne öfters haben. So, was haben wir denn hier? Haben wir wieder Müll was? Nee, natürlich nicht. Oder doch? Munition, nice. Na, kommen hier noch Gegner oder was? Würde mich nicht wundern. Pistolenmuni. Pistolenmuni. Okay, gut, dann rein in die Hütte, würde ich sagen. Und natürlich darf nicht vergessen werden. Wenn es da mal nicht einen Erfolg für gibt. Ohne Witz. Seltsame Serviette. Die ganze Welt ist Bühne. Geheimes Ziel. Okay. Davon haben wir jetzt noch nicht so viel gefunden. Ich habe so das Gefühl, dass ich auch irgendwo mal was übersehen habe, vielleicht. I don't know. Oder wir finden das erst wirklich, wenn wir mit dem zweiten Playthrough spielen. Hotelrechnung, Schlüsselgegenstand. Okay, eine Hotelrechnung, die auf dem 21. bis 25. Dezember 1928 datiert ist. Alles klar. 531, das könnte auch ein Hinweis sein natürlich. Wir dürfen nicht vergessen.
So, wir gehen hier mal rein. Munition, Munition, Munition ohne Ende. Ich hatte ihn gefunden. Im Gästebuch des Hotels erkannte ich die Handschrift eines gewissen Ted Stryker. Das war er. Ich konnte es fühlen. Der Entführer, den ich jagte. Ich legte meine Schlagringe an und eilte zu seinem Zimmer. Schlagring. Alles klar. War das? Etwas an dem Namen Ted Stryker kommt mir vage bekannt vor. Tja. Wer weiß, wer weiß. Ist hier noch was? Nee, sieht nicht so aus, okay. Ja, dann eintreten. Visitenkarte, Schlüsselgegenstand. David Thornhill, 3rd Armored West, New Orleans, Nummer 705. Okay. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Ich muss ihnen gefolgt sein. Aber wohin? Tja, war das nicht das Gebäude, was wir sogar gesehen haben? Dieses große Gebäude? Eine Seite, die aus einem Telefonverzeichnis für Geschäfte herausgerissen worden ist. So, ich würde sagen, wir drehen jetzt erstmal alles um und gucken mal. Das lassen wir so. Das drehen wir auch mal um. 350. Das stimmt. Er war auf der Flucht. Er hat sein altes Leben in New Orleans hinter sich gelassen, um in Tallahassee etwas Besseres zu finden. Er nahm seine Tochter mit, gegen den Willen ihrer Mutter. Darum hat sie mich angeheuert. Aber ich habe ihn aufgehalten. Bei der Pearl River Bridge habe ich ihn eingeholt. Okay. Pearl River. Da habe ich sie dann eingeholt. Geiler Zehnwechsel. Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe. Aber ich sehe es immer noch nicht. Was habe ich vergessen? Tja, das, ja, das werden wir wahrscheinlich herausfinden, wenn wir es mal herausfinden. Ich habe jetzt auch noch gar keine Ahnung, was uns das Spiel damit sagen will, natürlich, aber das werden wir bestimmt herausfinden. In dem Sinne. Let's fetz. Auch hier wieder müssen wir ein bisschen drauf achten, was wir hier so finden, wo wir langlaufen können dürfen. Ja, nimm mal mit. Eine Waffe ist immer gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir da hin oder wollen wir hier hoch? Fragen über Fragen, ne? Hm. So, da dürfen wir nicht hin. Da ist die Brücke. Hier können wir wieder zurück. Ach, wir hätten auch hochgekonnt. Ah, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier einfach mal einmal ganz schön einen Umweg gelaufen. So, also wir wissen ja, auf der Brücke hat er ihn ja aufgehalten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal da hinten hin. Wenn wir denn da überhaupt hin können irgendwo. Wir schauen einfach mal. Aber es wirkt so, als wenn man da vielleicht noch was finden könnte. Irgendein Hinweis oder... In der Butze ist auf jeden Fall was anscheinend. Ach, guck mal, das Totem. Eine Ziege ohne Hörner.
Geheimes Ziel. Eine Ziege ohne Hörner. Edward hatte das Flüstern schon seit Jahren gehört. Während er in Brooklyn lebte, kam es nur ganz selten. Wie als er als Kind auf dem Baum im Central Park geklettert war oder als er beinahe im Hudson River ertrunken wäre, als er versuchte, eine verzweifelte Mutter zu retten. Das Flüstern erklang immer häufiger, nachdem er nach New Orleans gezogen war, blieb aber noch selten genug, um ignoriert zu werden. Während er jetzt durch die Gänge von der Cedo wanderte, weiß er, was nach ihm ruft. Er will es nicht sagen, aber das dunkle Junge im Wintergarten sagte ihm, dass er ein Opfer bringen soll, dass er ihr die Cabri San Corn bringen soll. 11 von 15. Das ist krass. Gefangen im Eis, ne? Verbotenes Wissen auch nochmal. Das ist mit dem Dachboden, aber ich glaube, den Dachboden werden wir nie. Danke, Gegner, dass du mir nochmal ein bisschen Leben rausgeprügelt hast. Fand ich sehr, sehr angenehm. Egal, dafür haben wir ja das eine Geheimnis jetzt auch nochmal gelöst. Sehr gut, dass wir uns hier nochmal umgeschaut haben, weil das war so die eine Befürchtung, die ich hatte, dass wir dieses Item nicht nochmal finden werden. Aber doch, man findet es hier. Okay, gut, dann auf zur Brücke, würde ich sagen. Weil was anderes bleibt ja jetzt auch gar nicht mehr übrig. Ich habe dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Dieser Tag, der... Es passiert so viel. Ich habe wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen? Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht, ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht um dich kümmert. Ich weiß nicht, wie das geht. Was soll das? Eine Art von Schuldeingeständnis. Vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Kann ich Sie wirklich retten? Es ist alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Okay. Es gab bei dem Haus ein Boot. Dort, wo ich reingekommen bin. Wenn ich die Brücke heben kann, sollte ich zum Auto kommen können. Es muss einen Weg geben, euch beide zu retten, oder? Warum wäre ich sonst hier? Vielleicht mag es der Schattenmann einfach, wenn man leidet. Das ist ein Argument. Okay, gut. Wir gehen hier trotzdem mal lang, weil wir haben hier auch noch einen Weg nach oben. Aber es sieht nicht so aus, als wenn wir hier großartig... Doch, da können wir lang anscheinend. So, da ist Nebel. Wir haben natürlich alle Welt der Zeit, ne? Also ist es klar, Leute, ne? Also wir können uns jetzt hier schön erstmal umgucken, ob wir noch was finden. So wie man es ja auch sonst immer macht im Leben. Oh, diese Vögel, ne?
Nö, ich guck erstmal da hinten rum. Ich finde das so sass. Aber naja, gut, was ist hier schon real, ne, in diesem Spiel? Das, warum kann ich da nicht geradeaus? Hä? Kann hier nicht geradeaus. Hier. Da ist ein Obstacle, anscheinend ein Fehler. Da sollte was stehen und was da nicht steht. Sichtbar. Munition und natürlich ein Getränk. Das ist gut. Lass mich. Muss von hier gesteuert werden. Nichts passiert. Als würde etwas sie festhalten. Ja, da haben wir doch schon mal was. Muss ich jetzt noch mehr tun als nur das? Ah ja, da hinten. Okay, Aua! Wo kommt ihr denn weg? Ein Schuss noch. Okay. So, noch mehr? Ich kann wieder runtergehen, aber... Ach, das ist... Kann ich hier runter? Ich laufe da einfach drüber, alles klar. Hä, warum wird mir da E angezeigt? Oder war das eben kein E? Na doch! Ich wollte doch was sagen, das ist doch eine Leiter. So, wo war denn das Boot? Okay, da sollen wir anscheinend gar nicht mehr lang, oder? Über die Brücke? Oh, weg damit. Ja, ich befürchte, wir kriegen jetzt hier ordentlich Besuch. Ich habe nichts gesehen, liebe Leute. Ich habe null gesehen. Ich wusste gar nicht, dass da zwei Viecher neben mir stehen. Nimm mal die. Hättest du? Zwei Hits? Alter, what the fuck? Okay, das ist next level.
Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück zum Boot und das Boot war ja in diese Richtung. Bevor wir hier noch zu viel Munition verballern. Okay. Haben wir da drinnen noch irgendwas? Munition, irgendetwas? Sah so aus, als wenn ich da noch was einsammeln konnte. Nee. Nee, okay. Gut. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie nicht weg. Was zur Hölle haben Sie getrieben? Was geht hier vor sich? Sehen Sie sich das an. Tut mir leid, Mrs. Thompson. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Dulcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Grays Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily, keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Grace aus dem versinkenden Auto gezogen, aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Aber er entschied sich dagegen. Stattdessen brachte er Grace zurück nach New Orleans und sammelte seinen Lohn ein. Okay. Lege eine Gabe am flüsternden Baum nieder. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Sehr interessant. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind im vorigen Zimmer. Haben wir denn jetzt hier noch? Wohnzimmer wird mir immer noch angezeigt. Das ist sehr interessant, dass uns das Wohnzimmer immer noch irgendetwas offenbart. Aber vielleicht auch ein Bug. Wir wissen es nicht. Gut, ich würde sagen, ich mache hier den Cut und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und munter auf jeden Fall. Euer Capella.